Was ist das? Das könnte. Das ist wieder ein Schuppi. Ist doch ein. Nee. Ist ein Amo, ne? Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit dem Anna-Waterfrank. Wir sind hier gerade auf Karpfen unterwegs. Am Karpfenparadies. Wieder ohne Futtermischung und ohne PVA. Ich gebe mal gleich ein bisschen Kaffee hier. Wieder 44,50, wieder 23 Meter Clip, aber diesmal mit anderen Ködern. Wir sind jetzt hier komplett auf Ananas. Zeige ich euch gleich nochmal hier, wenn wir den raus haben. Ja, hier werden halt viele Spiegelkarpfen gefangen, Schuppis und auch Amure. Ja, ich habe da halt ein paar Köcher schon gesehen, sah ganz gut aus. So, gucken wir mal, was jetzt hier geht. Hier habe ich jetzt mal die andere Rolle drauf, die Overlord. Ist ja zum Karpfenfischen ganz gut. Mal sehen, was jetzt hier gleich kommt. Aber jetzt überall hier 27er Vorfächer drauf. Kann ich euch gleich noch mal zeigen. Aber ein bisschen können wir die Bremse hier noch erhöhen. Und mal sehen, was das jetzt hier gleich ist. Hier wird gerade von Fellfisch noch geschrieben, dass der Wildkarpfen-Spot noch so einigermaßen läuft, mit Stör als Beifang. Ja, hatte ich ja das letzte Video war, glaube ich. Ja, ich glaube, das letzte Video war das Wildkarpfen-Video. So, mal gucken, was jetzt hier kommt. Könnte ein Amur sein, eventuell. Der ging halt zwischendurch schnell ab, aber jetzt. Ne, ist doch ein Schuppi, ne? Ist ein Schuppi. Oh, kein schlechter Schuppi. Der ist nicht schlecht. Hat auch einen schönen Kamm. Aber Trophy ist es, glaube ich, nicht. Dafür hat er jetzt so wenig gekämpft. Aber auf jeden Fall schon mal ein guter Start hier. Ist ja zwar gerade Regen. Oh, der sieht wirklich gut aus. Könnte eventuell. Nee, ne? Nee, ist kein Trophy. Nee, ne. Oh, 19,2, fast Trophy hier. Was hier los? Ja, ich habe jetzt hier drauf klassische Haarmontage, Pellet sinkender Boilie, S1er Haken, 27,2er geflochtenes rotes, 45 cm Vorfach, Leadcore 27,2 braun, Lehmblei, wie gesagt, S1er Haken, Craftbaits, würzige Ananas-Pellets 18, Helmwensen, tropische Ananas 20 und Old Pal Ananas als Dip. Da kommt schon der nächste Fisch. Aber jetzt, wie gesagt, hier 23 Meter Clip. Hinter die Seerosen. So. Oh, der ist ein bisschen kleiner, aber die mittlere Rute geht schon. Ich habe halt erst gedacht, so mache ich das Video jetzt wirklich bei Regen. Ich habe mir halt so gedacht, so Regen ist jetzt, naja, nicht unbedingt das beste Wetter hier zum Karpfenangeln. Regnet auch relativ stark, auch wenn es nur dreifach ist, aber regnet schon ziemlich stark. Nächsten Tage ist aber leider auch Regen. Aber ist ja mal ganz gut, mal bei Regen auch mal zu testen. Nicht nur mal bei schönem Wetter. Wind ist zum Glück noch ein bisschen, ist zum Glück noch niedrig, das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, wenn es jetzt noch richtig windig gewesen wäre. Wäre das auch ein bisschen schwieriger geworden. Aber wie gesagt, ich habe hier Kescher gesehen mit mehreren Trophys drin. Auch Spiegelkarpfen-Trophys. Gucken wir mal gerade aufs Wetter. Na, morgen ist aber schon nach 0, ist schon nach 0 Uhr. Also jetzt kommt noch ein Tag Regen und danach wird es wieder ein bisschen besser. Zwischendurch kann es ja auch mal wieder ein bisschen aufklaren.
Was kommt jetzt hier? Ah, jetzt kommt. Was glaube ich? Ja, jetzt kommt ein Spiegelkarpfen. Jetzt haben wir einen Spiegelkarpfen. Schön. 4 Kilo. Da haben wir doch jetzt schon mal ganz gut gefangen bisher. Bin auch gerade an dem Spot angekommen hier, wo der hier gebissen hat. Mal kurz warten, ob es gleich weitergeht. Oder ob wir hier erstmal noch ein bisschen warten müssen. Mal schauen. Wie gesagt, kein PVA, keine Futtermische. Oh, der Regen hier, der zieht gut an Energie hier. Ah, da kommt schon der nächste, sehr schön. Oh, auch ein guter Zuppler. Der schlägt ganz gut. Ja, geht direkt ab. Mal schauen, was jetzt hier noch geht. Jetzt wird es langsam wieder ein bisschen heller. Da kommt doch schon wieder ein Spiegelkarpfen. So, 6,4. Das ist schon guter. Na, oh, hier kommt der nächste Biss schon. Ich wollte ja mal gucken, auf was die Goldschleien jetzt gefangen worden sind. Schauen wir mal kurz. Goldschleie. Ach, auf Käse. Haben die. Aber. Ah, ganz kleine bloß. Okay. Obwohl heute war ja auch wieder Wochenreset. Sind ja alles neue Rekorde. Der zuppelt hier ein bisschen. Zum Glück haben wir jetzt hier keine Glocken drauf hier, dass es hier die ganze Zeit bimmelt. Zum Glück haben wir jetzt hier die optischen drauf. Ah, ich glaube, der hat gebissen. Gucken wir mal kurz. Oh ja. Das ist ein Amor, ne? Ja. Mal ein weißer Amor. Oh, 9,9. Auch gut. Dann haben wir doch schon 6 Fische jetzt. Das läuft doch. In 5 Minuten hier. Vielleicht wird ja der Regen auch gleich noch ein bisschen weniger. Wie gesagt, heute soll es ja dann noch regnen, aber kann auch sein, dass der Regen dann jetzt irgendwann aufhört. Dann ist morgen wolkig und dann kommt Sonne. Aber bisher kann man sich hier nicht beschweren. Ja, irgendwie ist das jetzt öfter mal der Fall, auch am Bernsteinsee, dass man ohne Futtermischung PVA besser fängt. Ich war letztens auch mal am Bernsteinsee. Da wurde mir auch geraten, am besten kein PVA auszuprobieren und sowas alles. Ne, und keine Futtermischung.
Ja, irgendwie ist das wohl momentan mit den Karpfen. Keine Ahnung. Also der eine meinte zu mir, sobald er irgendwie PVA noch mit rangemacht hat, ist die Bissfrequenz runtergegangen bei ihm am Bärensteinsee. Auch krass, dass es sich mal so entwickelt. Eventuell wollen die das vielleicht simulieren, dass, ja, dass der See einfach überfüttert ist, weil da so viel Futter reingehauen wurde. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ganz cool, aber nochmal schauen. Ich habe also extra ein bisschen kürzer das Vorfach genommen, ne, 45 cm, dass wir vielleicht auch ein paar mehr Bisse bekommen. Weil wenn das Vorfach immer auf 60 cm ist, wurde auch vom Team, vom R4-Team gesagt, dass dann die Fische ja nicht immer beißen, sondern manchmal nur zuppeln und dann halt wieder weg sind. Jetzt geht es ja an beiden Routen, mal sehen, welche Route zuerst geht hier. Ich glaube, die in der Mitte, ne? Ja, die in der Mitte. Können wir das Licht eigentlich auch wieder ausmachen? Kann ich das gleich nochmal auf der Karte zeigen, aber 44,50 müsste ja den meisten Begriff sein. Aber ich zeige es, glaube ich, gleich nochmal auf der Karte, wo ich hier stehe. Also, wie gesagt, hier 23 Meter Clip. Und dann hier einfach in die Seerosen rein. Oh, wir haben Bremse. Eieiei. Eieieiei. Was haben wir denn hier? Also hier gehe ich auf jeden Fall nicht höher mit der Bremse. Eieieiei. Das könnte ein Amur sein, oder? Mal gucken, ob wir da eventuell noch hinterherlaufen müssen. Energie haben wir erstmal noch soweit. Gleich einen schönen Drill. Ja, das ist doch super. Na, Schnur hatte ich jetzt noch gar nicht gespannt bei der anderen Route. Oh, der ist schon nicht schlecht. Also wenn das ein Schuppi ist, müsste das, denke ich mal, schon ein Trophy sein. Aber wenn es ein Amur ist, könnte der halt so zwischen 10 und 20 Kilo irgendwo liegen. Weil die sind richtig stark. Also. Schwimmt er ein bisschen nach links. Gucken, ob wir gleich nochmal nachtrinken müssen. Bin hier mal gespannt, was das jetzt ist. Hoffen wir mal auf Schuppi oder Spiegel. Ich weiß gar nicht, ob Lederkarpfen auch gefangen wurde. Ich glaube, ich hatte nur Spiegel gesehen. Lederkarpfen hatte ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ja, nochmal für euch als Info, also Sabre, sag ich mal, 10-Kilo-Rolle ist schon relativ schwierig an dem Gewässer hier. Aber wenn ihr dann eine 14-Kilo-Rolle habt oder aufwärts,
Da könnt ihr hier auf jeden Fall schon sehr gut mit angeln. Also mit einer Gold, mit einer Alpha, mit einer, ich glaube, Naga. Genau, Naga. Die Kaliber HSV. Die Kaliber HSV gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Der eine meinte auch zu mir, dass es die 17,5er zum Beispiel, die ist auch ein guter Schritt, so ein, sag ich mal, zu den ganz großen Rollen. Ja, die 17,5er HSV. Ah, jetzt geht die Energie, aber Energie ist eigentlich noch gut. Essen ist auch noch fast halb voll. Oh, der zieht hier noch gut ab. Ich drehe mal die Seite hier ein bisschen. Eieiei. Ja, ich hoffe auch wirklich, dass er die Bissfrequenz an den Gewässern, also hier geht es ja zwar gerade, aber dass man ein bisschen das noch wieder ein bisschen anpasst, weil ich fand, nach dem Update, also nach dem neuen Gewässer und dann ja, gab es ja ein paar Neustarts, da war irgendwie allgemein die Bissfrequenz, weiß ich nicht. Also sie haben auch sehr viele kleine, untermaßige Fische ohne Haken gebissen. Ja, und man hat halt deutlich weniger Silber auch verdient. Und ja, das fand ich halt alles nicht so schön. Weil ich habe halt auch immer zwischendurch versucht, mal wieder ein bisschen Silber zu verdienen, aber irgendwie, weiß nicht, es ging halt irgendwie nicht. Also ich habe keinen Spot gefunden, wo ich wirklich mal so durchweg gutes Silber verdient habe. Naja, mal sehen, vielleicht erhöhen sie die Bissfrequenz mal wieder ein bisschen oder beziehungsweise, dass auch mal ein bisschen höherwertigere Fische dann beißen. Ich weiß ja auch nicht, warum sie das an fast allen Gewässern so gedrosselt haben. Man hat es halt an der Achtuba doch stark gemerkt, wenn man auch Stör war oder selbst der Wildkarpfen-Spot. War jetzt für mich, fand ich, auch nicht so ergiebig. Weil halt dann nach und nach nur noch kleine Fische gebissen haben. Also das, was ihr da im Video gesehen habt, das waren halt die ersten, weiß ich, 20 Minuten an dem Spot. Da waren halt richtig gute Fische dabei. Und dann, als ich dann meine Happy Hour noch weitermachen wollte, haben halt nur noch Fische ohne Haken gebissen. Waren zwar recht viele Fische, aber ja, dadurch verdient man natürlich nichts, wenn die keinen Haken haben, die Fische. Man verdient ja erst wirklich ein bisschen Silber, wenn die einen Haken haben oder wenn die Chatgröße sind. Naja, mal gucken. Ich hoffe, dass sie da so ein bisschen irgendwann nochmal einlenken und den Silberverdienst mal wieder ein bisschen, ja, nach oben korrigieren. Wäre auf jeden Fall schön. Weil wenn sie die Silberpreise halt schon um, sag mal, 20-30% erhöhen für die ganzen Routen und Rollen und alles, dann sollte man ja wenigstens auch ein paar Fische fangen können, damit man da Silber verdient, ne? So, den Fisch holen wir auf jeden Fall noch raus hier. Die anderen Routen sind auch gerade nicht in Bewegung. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht jetzt, wenn wir gerade mit dem Fisch beschäftigt sind. Boah, der ist aber, das ist aber echt schon gut, der hier. Eieiei. So, mal sehen, was da jetzt kommt. Bin da mal gespannt. Also wenn das ein Schuppi ist, dann ist es definitiv Trophy. Spiegelkarpfen könnte schwierig werden und Amo könnte, glaube ich, richtig schwer werden. Weil die sind ja jetzt erst ab 28 Kilo Trophy. Das wird, glaube ich, schwierig. In der Zeit, da so ein Trophy-Amo rauszuholen. Ich glaube, selbst wenn man hier mit 36er Vorfach angelt, ist das, glaube ich, auch schon
Die sind halt ziemlich kampfstark, die Armore. Mal sehen, was da jetzt gleich kommt. Ein bisschen Schnur hat er ja noch. Ja, geht jetzt auch nicht mehr so viel in die Bremse. Ist schon mal ganz gut. Mal sehen. Wenn da jetzt wieder so ein Kamm rausguckt, dann ist es ein Schuppi. Aber wenn der orange ist, ja, mal schauen. Und Lederkarpfen ist ja erst ab 30 Kilo Trophy. Das wird, glaube ich, richtig schwer. So. Jetzt müsste er gleich kommen. Energie haben wir noch ganz gut. Er ist immer noch schnell unterwegs hier, ne? Aber ich habe irgendwann mal so von früher, dass die Armore, wenn die müde sind, sich einfach nur noch reinkurbeln lassen. Und der hier hat noch ein bisschen Bock eigentlich. Na, was kommt da jetzt? Mal die Richtung wechseln hier. Oh, der hat noch richtig Lust, ey. Na, was kommt da jetzt? Na, jetzt gehen die anderen Routen auch. Aber da rechts ist zum Glück nicht in der Bremse. Gucken, was der mittlere gleich macht. Na, da sieht man was. Eieiei. Was ist das? Könnte. Das ist wieder ein Schuppi. Das ist doch ein. Nee. Das ist ein Armor, ne? Das ist ein Armor. Lol. Aber ein weißer, ne? Ja, das ist ein weißer. Ah, ich glaube, der ist noch nicht Trophy. Das ist nämlich immer schwierig bei den Armoren, die als Trophy zu fangen. Gucken, wie groß bist du jetzt? Na, 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 na. Oh, 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 oh. Komm mal ein bisschen dichter. Der sieht schon groß aus, ne? Oh, 31,9. Lol. Das direkt in der Happy Hour. WTF. Eieieiei. 31,9. Damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Hätte halt eher gedacht. Ah, da haben wir nochmal Glück gehabt. Eieieiei. Gut. Ich hole mal kurz die anderen Routen nochmal rein. Die holen wir nochmal schnell rein und dann würde ich sagen, probiert selber mal aus. Der war schon extrem stark. Hier haben wir nochmal einen Spiegelkarpfen, kleineren, ne, Lederkarpfen, Leute, Lederkarpfen. Auch nicht schlecht. Kurz die Routen raushauen hier. Lange läuft die Happy Hour jetzt schon, 20 Minuten. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir erstmal einen Break. Den hier hole ich nochmal schnell rein. Eieiei, und das auf ein 27er Vorfach, ne? Das war jetzt auf ein 27er Vorfach. Boah, der war stark. Der war stark. Gut, das sollte erstmal gewesen sein. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge, euer Nevado Frank. Tschüss.